Einen schönen guten Tag. Willkommen zurück bei Songs of Six. Also Songs of Six. Okay. Das Mausrad spinnt wieder. Weiter geht's. Ich habe keine Ahnung, wo wir aufgehört haben. Ich habe jetzt quasi einen Tag Pause gehabt. Aber ja, ich werde schon wieder reinkommen. Essen. Bombe. Die Fische haben wir auch schon alle verteilt, glaube ich, ne? Hatte ich noch was anderes verteilt? Möbel, auch. Wow. Ist das clever? Das wäre eine 445 im Jahr. 445, genau. 495, so rum. Das produzieren wir doch nicht ansatzweise im Jahr, oder? Mit 305. Nicht viel. Aber wir kriegen es auch anders gerade nicht hin. Weil einfach unsere Holzproduktion noch nicht auf dem Stand ist. So, hier braucht man Machineries. Ganz ehrlich, also das Ding müssen wir mal ersetzen. Ich brauche aber erstmal wieder ein bisschen Zufriedenheit. Ach, das ist die scheiß Regierung jedes Mal. Der Rest ist ja super. Aber die Regierung ist ja unterirdisch. Wir haben noch 2,7. Okay, wir gehen erstmal auf Arenen und Barbiere. Was brauchte ich denn für die Barbiere? Werkzeug aber 38. Den Rest hätten wir. Guck mal, da können wir doch mal hier einen bauen. So, 5 Platz. Das sind 2, 4, 6. Ständer. Platz für 8. So, und dann hätten wir eigentlich nur Teppiche. Und da bräuchten wir... Ach ja, guck mal, das haben wir ja sogar. Die haben wir ja mittlerweile. Wie heißen sie denn? Stoffe, Textilien. Guck mal, sind wir schon bei Qualität 100. Und wir brauchen nur 16 Werkzeuge. 20, die haben wir. 24 haben wir und 100% Qualität. Sehr gut. Mache ich aus Spaß das noch? Ich meine, wir haben ja genug. Stoffe. Ja, vielleicht doch nicht. Ja gut, aber das ist jetzt nicht das, woran es scheitern soll. Gut, dann machen wir links und rechts Eingänge. Bearbeitete Steine haben wir. Möbel, ja, kriegen wir hin. Werkzeuge haben wir auch. Holz und die Stoffe kriegen wir schnell zu... Na, haben wir noch? Ne, wir haben leider keine Baumwolle mehr. Ja gut, okay, das muss aber auch nicht sofort fertig werden. So. Da können wir uns auch ein kleines bisschen Zeit lassen. So, das nächste Arenen ist... Oh, Religion müssen wir auch mal gucken. Ist das das hier? Ja. Da brauchen wir erst das Bad. 1,8. Mausoleum, unwichtig. Tempel. Kantine. Da wäre die Tavern. Und Tourism. Verbesserte Labore. Die Beschulung brauchen wir erstmal noch nicht. Gerade nicht, was das Upgrade braucht. Metalle. Okay. Ja gut, können wir uns eigentlich... eigentlich besorgen. Warte mal, ich will mal ganz kurz auf die Weltkarte. Ach, haben wir eigentlich die Dings mittlerweile? Miseries. Gather support. So they will become more inclined to be ruled by you in the future. Click to allocate an envoy.
Okay, also da können wir Abgesandte hinschicken. Eingang, was heißt das? Ach, wir kaufen Rüstung, okay. Aus Pikeswood? Alter, das ist aber auch am anderen Ende der Welt. Wie kann ich denn Leute in andere Regionen schicken? Use an Emissary. Ich schick mal da 4 hin. Support geht hoch auf jeden Fall. Achso, und wenn ich hier bei 10% bin... Ah, dann bekomme ich die Informationen. Okay, und dann kann ich aber auch welche wegschicken. Ah, okay. Gut, dann schicken wir erstmal alle 8 nach Salo-Wynisch. Cool. Und diese... Früher konnte man ja hier Punkte ausgeben, um irgendwas zu verbessern. Das gibt's gar nicht mehr, ne? Ach doch, hier Verwalter, guck mal. Aber wir haben noch keine. Ja gut, okay, wir haben halt auch noch kein Stück eigenes Land. Wir sind ja mehr oder weniger noch... abhängig von Salo-Wynisch. Gut, okay. Nichtsdestotrotz würde ich gern Tempel machen. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, was die für Tempel wollten. Die hätten gerne Kratorismus. Promotes Farming. Wow. Absolut unwichtig. Das schon eher. Amionionismus? Keine Ahnung, kann ich gar nicht aussprechen. Hat das immer noch so Voraussetzungen? Da. Krator. Ist das erste... Ist das. Ist der erste Schöpfer der Astari. Er schuf viele der Flora und Fauna. Viele? Ja. Arten in Syx. Er wurde später von Aminon, dem Gott des Chaos, in Versuchung geführt und dazu gezwungen, widerwärtige Kreaturen zu schaffen, um das Gebot des Chaos zu erfüllen. Akzeptiert Tiere, Vieh als Opfergaben. Wunderbar. Den hätte ich gern. Tempel des Krator. Dann machen wir Religion. Mich jetzt verguckt habe. Krator, ne? Ja, okay. Hat was für Vorteile? Oh Gott. Ah, okay. Eher so in Viehwirtschaft und sowas. Super unwichtig. Super unwichtig, aber egal. So, Krator. Hätte ich eine Idee. Dafür müssen wir aber tatsächlich unten den Holzfäller abreißen, beziehungsweise umsetzen, was aber okay ist, weil dann können wir das hier oben endlich mal machen. Alter. So, was macht mehr Sinn? Wahrscheinlich macht das mehr Sinn. Und... Achso, Maximalgröße erreicht. Okay. Ja, ein bisschen groß das Lager. So, und Hilfsmittel. 17%. 38. 100. Okay. Werden wir nach und nach errichten. Schade, dass ich immer noch nicht auf den Gebieten bauen kann, aber egal. So, dann werden wir hier oben auch nochmal ein paar Wohnungen bauen. Wir könnten hier mal ein paar hinsetzen. Wir gehen mal hier oben auf Etagenwohnungen. So, 1, 2, 3. 3. Ja, muss erstmal reichen. Wege. Zack. Ne. Zack, hier außen können wir auf 2 gehen. Das bauen wir komplett zu. Und machen da oben noch ein paar strukturelle Sachen. Also ein Brunnen.
Jo, passt vom Platz her. Dann gibt es hier noch eine Bühne. Dann eine Feuerstelle. Also eine kleine. Ja, obwohl die passt sogar auch. Und ist das das dritte immer? Ach ja, vierte ist Nachrichtensprecher. Zack. So. Haben wir noch Platz für ein Bäumchen? Haben wir. Finden wir auf jeden Fall. Blumenbeet kann ich eigentlich auch bauen, ne? Wobei, wart ihr empfänglich für Blumen? Achso, nee, das ist Quatsch. Ah, wo konnte man das sehen? Was die an Dekoration gut finden. Harmonie unwichtig. Und Bäume bringen. Harmonie. Okay, ist tatsächlich nicht wichtig für die. Na gut, ich baue trotzdem welche. Ich sag mal, vielleicht kommt ja auch irgendwann mal der Zeitpunkt, wo wir nicht nur die Amevias haben, sondern vielleicht auch noch ein paar andere Spezies. Müssen wir mal gucken. Ich meine, gerade geht's ja noch. Sag mal, ist das Ding gebaut? Immer noch nicht. Also ich habe auf jeden Fall das Geld schon ausgegeben. Wo sind die denn? Alter, what the fuck ist denn das für ein Weg? Ja, der ist auf jeden Fall am komplett anderen Ende der Welt. Da bin ich ja fast geneigt zu sagen, das schaffe ich ja eher, das selber hier zu produzieren, wie als wenn die hier per Handel ankommen. Sag mal, wieso seid ihr denn eigentlich unzufrieden? Immer noch wegen dieser beschissenen Regierung? Gleichheit. Gemochte Touristen. Reichtümer. Erfüllung, Ruhestandsalter. Ja, glaube, das wird bald nach oben gehen. Friedhöfe sind noch okay. Der Friedhof ist generell, ist der überhaupt in Nutzung? Liegt irgendjemand auf dem Friedhof? Nee. Also da kriegen wir nochmal gleich ein paar Punkte. So, Straßen, ja, okay. Bauwerk. Beleuchtung bräuchten wir noch. Die brauchen eher Ehrfurcht als Harmonie. Wie kriege ich Ehrfurcht? Ist Ehrfurcht Furcht? Wahrscheinlich, ne? Ne, Ehrfurcht ist das hier. Säulen und Statuen. Ja. Müssen wir mal drauf gehen. Säulen. Hier los. Können wir hier Statuen hinbauen? Was braucht das? Oh. Das geht natürlich nicht. Da können wir noch mal eine hinsetzen. Hier mal eine ersetzen? Kann ich nicht überbauen, ne? Warte mal, ich gehe mal auf Dekoration, dann habe ich nämlich alles oben im... Scheiße, das geht gar nicht. Ich wollte gerade sagen, oben im Dings drin, ne? So, wo könnten wir noch eine... Hier passt doch perfekt noch eine hin. Da auch. Ja, mal so ein bisschen Dekoration setzen. Hier passt da auch nochmal eine hin. Da laufen auch nochmal etliche lang. Ich meine, es gibt auch kleinere, ne? Wir müssen ja nicht die großen immer setzen.
So, ganz kleine, ja. Da könnte man Statuen hinbauen. Finde ich als Einstieg vielleicht gar nicht so schlecht. Wenn man hier mal so ein paar Statuen hinsetzt. Ja, vor... Vor Dings vielleicht nicht unbedingt. Vor den Knast. So, dann sollten wir aber auch ein bisschen Ehrfurcht jetzt versprühen. Ich habe noch einen einzigen freien Arbeiter. Scheiße. Ich könnte hier auf 0 gehen. Oh, guck mal, könnte man sogar verbessern. Geil. Ach, jetzt habe ich das hier. Habe ich keinen Platz mehr dafür, ne? Schade. Da muss ich nochmal ein drittes Labor bauen. Ach, guck mal, jetzt geht's auch wieder hoch. Sehr schön. Aktuell super Loyalität. So, guck mal, Umwelt geht hoch. Bauwerke, andere. Ehrfurcht geht hoch, super. Recht und Ordnung geht hoch. Zugang geht hoch. Essenspräferenz, okay. Und da passiert gar nichts. Ja, aber wenn er hier nach und nach die Dinger setzt, ist das mir sehr recht. Ach so, habe ich das nicht ausgestellt, ne? Shit. Na, ich muss ein bisschen nachjustieren jetzt. Haben wir irgendwas zu viel? Kohle haben wir gerade ein bisschen viel. Steinkohle. Machen wir kurz aus. Dann können wir noch ein bisschen was bauen. Steinkohle ist gerade eh mehr als genug da. Sehr gut. Baumwolle haben wir jetzt auch. Das bedeutet, das hier müsste eigentlich gleich fertig sein. Der Barbier bringt uns dann auch nochmal Zufriedenheit. Das ist ja Dienstleistung, ne? Genau. Ja, super. 0175. Gut, werden wir wahrscheinlich so bei 1, irgendwas rauskommen. Kann es sein, dass ich die Dinger verticke? Nee. Ich verkaufe nur Töpfe. That's okay. So. Lass mal kurz ein bisschen laufen. Wo ist der Händler? Ah, oh, guck mal. Da hat aber einiges an Weg zurückgelegt. Sehr schön. Sehr schön. Die Statuen. Ich finde die Statuen tatsächlich sehr, sehr geil. Ich finde es schade, dass es immer nur eine Variante von Statue gibt. Aber das ist voll okay. So, ich habe keine Ahnung, warum die Regierung schon wieder runtergeht. Noch in dieser Scheißkriminalität, ey. Ah, das muss so weit nach oben gehen jetzt. Ich bin echt super abhängig von diesen Wachposten mittlerweile. Der muss so schnell wie möglich irgendwann gebaut werden. Ja, gut, die Steinmine. Ich weiß gar nicht, ob ich... Ach doch, ich verbrauche Steine hier für die bearbeiteten Steine. Ja, ja, gut. Das sind aber unwichtige Posten. Die können wir dann nach und nach einfach errichten. Gut, ihr seid alle noch hier oben beschäftigt. Oh, guck mal, 4 Stück, sehr gut. Ja, ich brauche immer so einen Grundstock. Ich sag mal so 10, 15 wäre mir fast sogar noch lieber, 15 freie Arbeiter, die ich immer als Bauarbeiter benutzen kann. Okay, Zufriedenheit 80%. That's okay. Essen immer noch super, 32 Tage. Ja, guck mal, da sind wir fast am Maximum. Die Sonderration habe ich ja schon. So, normale Steine. 1000. Alter, und so viel. Holz. Ich bin tatsächlich ein bisschen
unsicher, ob ich das mit den Möbeln so lassen soll. Aber wenn die erstmal alle versorgt sind mit Möbeln, ich glaube, dann geht das. Schlimmeres. So, das Ding ist auch schon fertig. Ach, guck mal, wird sogar gebaut. Sehr schön. Barbier. 79%. Jawohl, 80. Jetzt sollten wieder Einwanderer kommen. La 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 la. Ich meine, Tilapia wären tatsächlich noch okay, wenn ich die holen würde. Weil ich wirklich sehr gerne nur mit dem einen Volk hier arbeiten würde. Zu wenige Arbeiter zugewiesen. Keine verfügbaren Dienste. Ich muss die Bäckerei übrigens auch mal irgendwann verbessern. Nee, ach Quatsch. Das ist gut. Ja, wir lassen mal bei 13. So, wunderbar. Jetzt müsste aber auch die allgemeine Zufriedenheit nochmal nach oben gehen. Ah, guck mal an. Wo sind wir jetzt? Bei 80%. Erfüllung 1,6,5. Das stagniert. Erwartung 2,3. Okay. So, jetzt sind wir einem Plus. Dann, ja, guck mal, Dienstleistung geht schon mal gut hoch. 013, 014. Okay. Verfügbare Dienstleistung. Ah, ist eine 3. Ah, sind aber auch mal Leute da, ne? Jeder 5? Alter, produziert das Leder? Das ist ja geil. Alter, Haare schneiden bringt Leder. Hammer. Oh, vor allem auch wie viel. Super gut. Alter, das ist ja hardcore geil. Okay, dann weiß ich ja, wie ich Leder produzieren kann. Einfach mit einem Barbier. Alter, 112 schon. Krass. Oh, wir haben unseren Wachposten. Super gut. Oh, und jetzt sollte die Kriminalität hoffentlich auch hochgehen. Also, runtergehen. So rum. So, ein bisschen Kohle im Auge behalten. Flitzen. Diebstahl, Vandalismus, Morde, Missachtung. So, zwei Leute fehlen noch mit Behausung. Ja, aber ich habe hier oben auf jeden Fall dann noch ein paar freie Wohnungen. Hygiene 2. Bekannte Krankheiten, Blutungsfieber, die Pest, Weißschimmer. Vitality. Einer ist im Knast nur, ja. Was deckst denn du ab? Ja, auf jeden Fall nicht alles. Ja gut, aber ein bisschen was haben wir. That's okay. So, ich muss wahrscheinlich doch nochmal den Schneider setzen. Damit er mir aus den Haaren Klamotten produziert. Gut. Das kann ja keiner ahnen. Hilfswerkbänker. Wo sind wir? 75%. Die 90. Wunderbar. 12%. 12 Arbeiter. Eingang. Und ja, gut. Müssen wir leider nochmal einen Schneider setzen. So.
So, was kriegen wir? Oh, sehr gut. 10 neue. 5 Arbeiter übrig. Wie viel bräuchte ich? 9, glaube ich, ne? 9, ja. Ja, doch. Perfekt. Ist doch eine schöne Folge geworden. So, jetzt muss ich nur irgendwann warten, dass hier oben noch der Holzfäller gebaut wird. Ja, gut. Ihr mit den bearbeiteten Steinen müsst jetzt auch nicht rushen. Normale Steine haben wir ein bisschen, aber auch nicht zu viel. Ah, okay. Ich sag mal, so ein Zielwert müsste so 570 jetzt erstmal sein. Sag mal, es wären doch Leute weniger. Sterben die? Tatsächlich, da ist einer tot. An einer Krankheit ist er gestorben. Oh, okay. Aber ich habe doch einen Arzt. Ah, okay. 5 sind noch obdachlos, aber die Wohnungen kommen gleich. So, sehr gut. 83% Zufriedenheit, das läuft. Vielleicht könnte My Lord, was? Mehr Zugriff? Ja. Wir wollen früher in Rente. Wie ist denn das mit der Rente? Das kann ich ja irgendwo einstellen. Dekrete? Ah, wie war denn das mit der Rente? Schade ist es nicht. War das hier? Nee. Wo konnte man das einstellen? Ich habe es auf jeden Fall irgendwo schon mal gesehen. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Das macht eigentlich... Oh Gott, Entschuldigung. Auch keinen Sinn. Ah, wo konnte man das einstellen mit... In allgemein... Ach, stimmt. Hier musste ich irgendwo draufklicken. Kann das sein? Ja, hier. Wohlstandsalter, da ist es. Angestrebtes Rentenalter. 1%. Was heißt 10%? Wenn einer eurer Untertanen die Hälfte seiner erwarteten Lebensdauer lang gearbeitet hat, kann er in den Ruhestand gehen. Ein Wert von 0% bedeutet, dass euer Untertan in seinem Leben schuften wird. Gehen sofort mit dem Erreichen der halben Rente. Also 10% von denen, die die Hälfte gearbeitet haben, können in Rente gehen. So verstehe ich das. Bürger mag dies. Punkt. Höherer Wert, mehr Erfüllung. Ach, guck mal, 0,09 kriegen wir dafür. Angestrebtes Rentenalter. Okay. Dann lass uns mal so ein Altenheim noch bauen. Nee, wo waren das? Hier. Altersheim. Keine Ahnung. Vielleicht machen wir es hier hin. Das muss ja relativ groß sein, wenn ich mich entsinne. Das ist dann auch abhängig, wie viele Leute da reinpassen, ne? Also wie viele Leute in Rente gehen können, so rum. Jetzt sind wir bei 26 Grad mal. Dancefloor, brachte der auch was? Oh ja, der bringt auch Kapazität, das ist natürlich super. Dekoration ist Banane, ne? Ja.
Dann gab es da noch Teppiche. Die bringen halt auch noch mal eine Menge. Naja, eine Menge nicht, aber ein bisschen was. So, und dann machen wir noch ein paar Tanz... Oder eine große Tanz... Oder hier so eine Tanzfläche nochmal hin. Dann hätten wir eine Kapazität von 58. Was okay ist. Was ist, wenn ich jetzt da noch eine Tanzfläche hinmache? Geht nicht. Warum nicht? Geht da hier vorne auch. Achso, weil die dann hinten nicht rankommen. Okay. Ja, dann machen wir es so. Wird schwierig ausgehen. Aussehen, aber egal. So, Ressourcen müssten alle da sein. Was soll er machen? Wege. Dann kriegen wir noch mal Holz. Wir holen uns neue Manager. Kann es sein, dass ein paar jetzt in den Ruhestand gehen? Ich habe 22 Obdachlose. Sind das Leute, die schon über das Alter hinweg sind? Mal gucken, wo noch Obdachlosigkeit herrscht. Da hinten. Okay, gut. Dann müssen wir auf jeden Fall hier noch Wohnungen bauen. So. Was bist du denn eigentlich? Weiß man nicht. So, 28 Arbeiter, das ist ein super toller Wert. Ich hole trotzdem noch weitere. Und dann machen wir auf jeden Fall jetzt erstmal Feierabend. Und sehen uns morgen wieder zur nächsten Folge Songs of Six. Ja, ein paar Bauprojekte haben wir noch. Ich glaube, ich muss mal vielleicht einen zweiten Zimmermann bauen. Der würde sich natürlich hier oben auch anbieten, da wir hier auch den Holzmichel haben. Dann könnte ich hier vielleicht noch ein kleines Lager bauen. Dann können wir hier auch die Steine, glaube ich, gleich mit reinmachen. Ja, würde sich vielleicht anbieten. Und dann mache ich da oben noch einen zweiten Zimmermann hin. Arbeiter haben wir dafür. Ich kann ja übrigens auch noch immer mehr Menschen holen. Hier reinsetzen in die Fischerei. Hier unten, ja, also wie gesagt, Nahrungsprobleme, die sehe ich hier tatsächlich in dem Spielstand nicht mehr. Dafür sind die Fischereien einfach zu OP. Ja, gut. Morgen dann Klamotten. Und eine zweite Zimmerei. Einen zweiten Zimmermann. Für mehr Möbel. Damit wir hier alle versorgen und uns auch wieder ein bisschen Vorrat anschaffen können. Gut. Vielen Dank fürs dabei sein. Bis morgen, meine Lieben.